Wir stellen fest, dass vielleicht doch alles okay ist. Die Luft riecht anders und Nostalgie zieht sich durch die Jahre wie ein Lesezeichen. Es haftet am Sommer, der wieder meinen Kopf betritt. Plötzlich ist die Umarmung der Nacht nicht mehr kalt. Sie sieht mich, so kommt es mir vor. Das Universum hat den Blick zurück auf die Erde gewendet. Jetzt muss ich bloß was mit dem Rampenlicht anfangen. Es ist nass draußen, wieder und noch immer. Mit frierenden Füßen sehe ich auf die winzigen Lichtflecke, die sich zu später Stunde noch in den straßenbreiten Pfützen spiegeln, und wünsche mir die Sintflut. Jedes Mal, wenn es so regnet, kommt dieser Wunsch in mir auf, der Wunsch nach einem langsamen Weltuntergang. Mein Hals tut noch weh, ich habe seit 4 Tagen nicht gesprochen, habe keine soziale Interaktion gepflegt. Meine Augen sind müde, mein Gehirn noch sehr viel mehr. Erschöpfung treibt mir die Liebe aus und es ist wieder 2017. Von Schatten zu Schatten huscht der Wolf. Er riecht den Schnee, der in Bälde fallen soll. Die Hitze des knapp darauf folgenden Herbstes wittert er nicht. Er wird es nie. Beute gibt es an jeder Ecke. Leichte Beute hingegen ist schwer zu finden. Drinnen sitzen die Zicklein und denken an Gott. Sie kennen ihn nur noch aus Erzählungen. Seine Beerdigung fand noch vor ihrer Geburt statt. Selbst die Eltern haben ihn nur in solch jungen Jahren kennengelernt, dass sie sich nicht an ihn erinnern können. Trotzdem trauern sie seinem Tod nach. Denn nun ist ihr Kopf Privatsphäre. Alles, was nicht geteilt wird, verschwindet nach dem Tod. Zicklein 6 fand immer, der Spruch, sei einfach du selbst, sei albern, da auch die soziale Verstellung einen Teil der Identität bilden kann. Es ist einem Wesen nicht möglich, nicht es selbst zu sein. Die Masken verschmelzen mit der glatten Haut der verzerrten Gesichter. Nun hinterfragt es seine Intelligenz. Am Ende gibt es Regeln, aus denen man sich nicht herausrationalisieren kann. Es merkt, dass sobald es stirbt, niemand wissen wird, wer es war, solange es sich keine Mühe gibt, die innere Persönlichkeit an die Außenwelt zu tragen. Niemand sieht ihm zu, wenn es allein ist. Außer dem Wolf natürlich, der unsichtbar in dem Schatten des Walnussbaums auf dem Bauch liegt, sich klein macht, wie er kann, und ein rituelles Gedicht von seinem Maul in die gespitzten Ohren wandern lässt, dass der Geist Mut bekomme. Kosmisches Blau in den still rauschenden Tiefen beherbergst Wesen, die ich niemals kennen werde. Sie träumten vor meiner Geburt schon, mit Drähten gespannt zu den Göttern, die hausen am Universenrand. Auch nach meinem Ableben werden sie dort sein. Ich sehe sie nicht, sie sehen mich nicht. Mein Dasein ist für sie nicht von Bedeutung. Ich komme und gehe, ohne von ihnen gewürdigt zu werden. Drum lass meinen Willen die Freiheit seiner Konsequenzlosigkeit spüren. Lass ihn unbeirrt von falschen Ängsten die Klauen reißen und die Zähne beißen. Fremd Fleisch werde mein, wie auch mein Fleisch sich eines Tages meiner Kontrolle entziehen wird. Sobald diese Worte seinen Geist erreichen, verlässt die Angst den Wolf, um etwas durch die kühle Nacht zu spazieren. Er selbst spaziert auf das Zicklein-Anwesen zu. Ein Schritt, 2 Schritte, 3 Schritte. Dann ein metallisches Klicken und ein Knall, als der Wolf von der PMA-2 Antipersonendruckmine, die Zicklein 4 am Vortag platziert hatte, um den Nachbarshund auszurotten, der regelmäßig an den Walnussbaum pinkelt, in seine Einzelbauteile zerfetzt wird. Niemand trauerte jemals um ihn. Der Marianengraben ist 11 Kilometer tief. Säß ich dort unten, würde das Wasser, wenn es mich nicht zerquetschte, wirken wie ein gigantischer Schutztempel. Ich könnte fliegen, und genau darum würde es zur bedeutenden Entscheidung, unten zu bleiben. Schlafen, vielleicht wäre das dort angenehm. Alles verwest. True erstmal. Wie Gwen es in Coming of Carlo formuliert, wir sind von Beginn an mit Fäulnis infiziert. Alles, 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 was ich schreibe, werde ich irgendwann nicht mehr mögen. Jedenfalls ist stark davon auszugehen.
Bisher hat sich das bewahrheitet. Und trotzdem sehe ich in allem, was ich schaffe, Elemente, die mir gefallen. Das ist wohl so nah an Perfektion, wie man tatsächlich sein kann. Es ist nicht komplett schlecht. Aber das zu akzeptieren, braucht ein Maß an Liebe, das ich nur aufbringen kann, wenn ich so optimistisch bin, dass ich mich fühle, als müssten all meine Gedanken gelogen sein. Leonies Auge reiht sich ein mit Kimme und Korn. Sie sieht das Ziel, sieht den Sieg, sieht den Tod des Feinds und spürt jetzt schon eine Vorfreude, die sie für den Rest ihres Lebens motivieren könnte, auf den Beinen zu bleiben. Millionen von Menschen liegen verstreut zwischen den Bäumen, die keine Bäume sind, die blind sind der Sonne gegenüber, nicht photosynthetisieren und doch Synthet durch und durch sein müssen. Durch sie kreist keine Energie und keine Nahrung. Sie bluten nicht. Allein die Träume, die herüberschweben aus gleißenden Götterpalästen am anderen Ende eines fernen Universums, die bahnen sich den Weg durch die verdorbene Erde in die Wurzeln, die keine Wurzeln sind, und springen von dort aus hinein in die unvorsichtigen Gehirne. Das Ziel der Kugel, die den Lauf des Jagdgewehrs verlassen wird, sobald Leonie fertig ausgeatmet hat und den Kopf des Opfers zur Explosion zwingen möchte, ist Salomon Wolpertinger, einer der Architekten der Apokalypse. Eine Apokalypse wäre richtiger. Denn dies ist eine von sehr vielen und Salomon ist einer von sehr vielen Architekten. Die erste, die Leonie miterlebt hat, war im Jahr 2006. Sie kündigte sich durch nichts an, denn tatsächlich war diese eine der wenigen Apokalypsen, die keine Architektur benötigen. Sie war selbstständig auf die Welt gekommen, hatte sich freigerissen aus dem Himmelszelt, damals noch mit blinden Augen, Klauen, die nicht bösartig um sich schlugen, sondern vielmehr, um einen Kontakt zur Außenwelt zu schaffen. Die Apokalypse riss eine klaffende Wunde in die Haut des Universums, die bis heute noch in Fetzen hing. Dann schlich sie sich hinab zur Erde. Sie hatte keinen Namen, sie machte kein Geräusch, sie kam vollkommen unbemerkt. Erst nach ein paar Wochen spürte Leonie, dass sie gekommen sein musste, doch ein Startpunkt ließ sich nicht festlegen. Um sie herum konnte niemand sagen, was passiert war, denn niemand sprach jemals von einer Veränderung. Alles schien so weiterzugehen, wie es das schon immer getan hatte. Doch die Welt war untergegangen. Ein halber Atemzug noch. Die Apokalypse, um die es sich hier handelt, ist greifbar und sie hat einen Verantwortlichen. Sein Name ist Salomon Wolpertinger und er befindet sich in 6 Paralleldimensionen auf einmal. Die Begrenzungen der Realität, in der er geboren wurde, haben ihn schon früh gelangweilt. Daher schwirrt er nun umher in einer Vielzahl an Universen. Die Welt ist nass und warm. Nass wegen dem Blut, das aus seiner Brust quillt und glitschig wie ein Bergbächlein die Konturen seines Oberkörpers nachzeichnet. Geschmeidig, frei und freundlich, das erste Mal an der frischen Luft, strebend nach Kontrollverlust. Und warm wegen dem Blut, das aus seiner Brust quillt und glitschig wie ein Bergbächlein die Konturen seines Oberkörpers nachzeichnet. Geschmeidig, frei und freundlich, das erste Mal an der frischen Luft, strebend nach Kontrollverlust. Lichter befreien sich von ihrer Schärfe, Rücken aus. Seine Brust ziert eine Schusswunde, Rücken auch. Am Bahnhof. Und er weiß schon jetzt, dass dieser Moment nicht in seiner Erinnerung bleiben wird. Warten ist die Bezahlung für den Teil vom Leben, der Spaß machen soll. Wenn er nur noch wüsste, welcher Teil das sein sollte. Wie kann man schlechte Laune haben, wenn die Sonne scheint? Zufrieden geht er am Fluss entlang. Er möchte denken, dass das Wasser wunderschön glänzt, im göttlichen Licht, dass er dieses Bild, sei es eine Emotion, betreten und niemals verlassen möchte. Dass pure Emotion, ein konstanter Zustand des Glücks, sich anfühlen muss wie belichtetes Nass. Doch das ist ihm alles zu kitschig und zu offensichtlich. Stattdessen denkt er daran, wie sehr die Füße ihm wehtun. Kennst du die Legende von dem Löwen und der großen Jagd? Wer kennt sie nicht? Der Löwe möchte nicht fressen. Er fürchtet die Sättigung. Ist er gerade davor, der Antilope das Leben aus dem Kopf zu kratzen, forciert er lautes Gebrüll. Das Tier schreckt auf und läuft mit geweiteten Augen um das Leben. Zu Hause angekommen, kann es sein Glück nicht fassen, so knapp entflohen zu sein. Wie gesagt, ich kenne diese Geschichte gut. Und findest du nicht auch, dass die Antilope hier deutlich schlechter wegkommt als der Löwe? Wie kann man bloß so naiv sein? Meiner Auffassung nach ist der Löwe derjenige, um den es hauptsächlich gehen soll.
sein Name steht im Titel. Liegt das an dem moralischen Gewicht, das er zum Zweck des Narrativs schleppen muss? Oder ergibt sich dies aus der Tatsache, dass die Aggressoren von uns leichter romantisiert werden können als die Opfer? Schwer zu sagen. Ich würde sagen, du bist ein Opfer und dich habe ich ja wohl erfolgreich romantisiert. Du hast ja so recht, mein Schatz. Der Wald, die Luft ist rein, die Luft ist raus, die Luft ist rein, die Luft ist raus. Panische Atemzüge beim Versuch, dem zu entkommen, was sich nicht benennen lässt. Alles, was bewusst geschieht, muss scheitern. Hier und jetzt, in einem anderen Wald, unter einem anderen Himmel, mit anderen Sorgen. Hier heißt er Salomon Wolpertinger und hier hat er die Macht der Träume gebündelt, die nun durch armselige Köpfe fließen. Fast würde es ihm leid tun, doch alles geschah zu seinem eigenen Wohl. Erwartungslos, ohne Ziele und Vorahnungen ist er frei. Sein Kopf ist endlich leer. Einen Lidzucken später ist er leerer. Die Kugel schmiegt sich durch Gewebe, trennt Synapsen voneinander, lässt sie einsam und hilfeschreiend durch die kühle Luft fliegen, bevor sie energielos auf dem Boden landen. Ertränkt von Blutspritzern, die fast so rasant aus Salomons Kopf schießen, wie die Welten, denen er auf Wiedersehen sagen muss. Weit entfernt in einem Palast aus goldglitzerigen Träumen wird seine Seele erwartet. Schweigend geht sie ein in den Garten. Leonie sieht ihr Werk und sie sieht, dass es gut ist. Ein Grund zur Freude. Und doch weint die Apokalypse in ihrem Herzen noch immer. Es ist 2019. Ich hoffe, dass ich... Oh, aua! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, tschüss!